endlich die Spurfahrer wird es wissen. Ja, schau schnell noch fertig. Du bist ja schwungvoll genug. Neben das Seine, gell? Ein Wunder, dass bei dem Arbeitstempo zu nichts kommst. Dein Arbeitstempo ist genau richtig, Emily. Bist du fertig mit Rübenschälen? Geh jetzt dann kochen. Gibt's wieder so neue modische Zeugs? Kannst du ja nicht mitessen, wenn du nicht willst. Ha! So wie kommt's noch? Ich kann mein Leben lang auf dem Hof krampfen. Da ist ja wohl das Mindeste, dass ich bei meinem Sohn darf am Tisch sitzen und mitessen. Auch wenn es dir ja sowieso nie passt, wenn ich koche. Dann koch doch für dich selber. Ha! Nichts ist! Wer recht ist, soll recht bleiben. So hat es mir lieber mal selig schon bestummen. Aber da ist der feine Dame aus der Stadt natürlich wieder zu viel. Immer Ärger mit der. Im Garten hast du noch eine noch die Juche und Jette. Aber sie verschämen wieder nichts. Dumme Kuh. Vorne auch noch. Ah, Schmiu. Wie hat schon bald Elfi? Weißt du, was so lange gemacht? Unsere Lehrlingskurs mit dem Mann gebaut. Also zuerst müssen sie einfahren. 2 Stunden lang? Ja, so eingefangen habe ich sie schon nach etwa 10 Minuten, 40 Stunden. Aber nachher habe ich schauen. Also ich alle recht fressen. Fritz, so kann man doch nicht arbeiten. Du musst mal ein bisschen mehr Gas geben. Also der Jakobsenig hat mir immer gesagt, Fritz, du bist so eine gute Seele. Schaff dich nur so viel, wie du machst. Nein, nein, nein. Ja, dann bringen wir oh, so ein Vermächtnis vom Jakobsenig. Was der Geier, was sich da der Schwiegervater dabei gedacht hat, wo noch die Schlaftabletten dort mal hingestellt hat. Salvia, was noch? Wie geht's? Oh, der Knecht regt mich auf, die Emily regt mich auf und überhaupt, alle regen mich auf. Oh, was ist der Ärger mit deiner Schwiegerin? Der kann man einfach nie etwas recht machen. Ich kann mich anstrengen, wenn ich will. Immer hat sie etwas zu motzen. Ja, ja, ja. So ist sie halt, unsere Emily. Also, du darfst dir da nicht so die Herzen nehmen. Sie hat auch keine Mutzleben gehabt, als sie jung war. Du musst einfach ein bisschen mehr Verständnis haben für sie. In mir hat auch niemand Verständnis. Hanna, das ist halt nicht so einfach, wenn die Alten die Jungen im Hof die jetzt eingeschaut haben zum Loslassen. Ja, das stimmt auch wieder. Du, Hanna, hast du mir gut noch 30 Eier. Aber weißt, ich kann es auch nicht zahlen. Du hast es ja auch nicht einfach mit im Dorf leben, gell? Alles, wenn fangen sie in Dorf und in Mido, wie es dort billiger ist. Man hat Bruder zu den Schwaben. Wie schmeckt denn komisch, Gäti? Ja, schau hier an, Aline. Wo ist wieder gerade die Seier? Ja. Deine Schwiegertochter gibt mir gerade noch eine Gnadenfrist. Es ist halt schon ein lieber Schatz. Ja, nur arbeiten kann sie nicht. Ich kann aber nicht zuschauen, wie sie werfen. Wie sie werfen, hat ein Arbeitstempo, wie ein Weinbergschnepp. Was für ein Exit aus? Ja, jetzt aber auch. Wie redet schon du? Also, sie gibt sich doch so Mühe. Aber gell, das hat ja dein Jakob Selig schon gemeint, dass eure Schwiegertochter nicht auf den Hof passt. Allerdings, der hat auf den ersten Blick gesehen, dass so eine Stadthusse nichts ist für Millionas. Ja, jetzt aber auch. Also, da kann ich nicht unterschreiben, dass wir mal geboren sind für die Arbeit als Bäuerin. Sie ist doch so geschafft für dich. Also, das beelendet mich richtig, wenn du so redest. Morgen. Morgen. Aline, bin ich eigentlich schon gratis einpusten? Geht's da aber auch? Also, das sei gerade richtig. Du kannst also nicht frech werden. Ich sage nur, wer es ist. Ich habe das Recht dazu. Das Leben ist aber Unrecht im Steckchen, gerade auch nicht dazu. Das wissen wir nur allzu gut, Fritz. Dann ist ja gut.
Wenn sie dann nachher noch die Oberweide einhaken. Das ist verrückt geworden. Jetzt ist schon mehr als 11. War noch nicht vor, kurz vor dem Mittag eine frische Arbeitstag. Hast du in einer Stunde alle Glocken geschafft? Ja, nein. Dann müsste ich pressieren wie letztes. Und kann noch schweizen. Das machen die gerade am Nachmittag. Ja, jetzt aber auch. Was ist denn das für eine Arbeitsmoral? Und was machst du jetzt bis ab 12? Ja, das muss ich mir jetzt noch überlegen. Ich bin jetzt nachher gefahren. Am Jahr Jakob, der Arbeitsscheuche Trottel vom Echt hat, verzeih ich ihm nie. Das glaube ich jetzt einfach nicht. Ich komme einen Anfall über. Ich komme in drei. Was ist denn passiert? Ist Emily wieder mal am Durentrüllen? Hey, wie redest denn du über mich? Ah, ich meine doch eure Kuh. Aha, Entschuldigung. Aber Verzeihung, Köbig hat auch nie, dass der seine Kuh gleich taufen musste, wenn ich heisse. Das ist doch ein Eher. Das hat er doch nur gemacht, weil sie genauso speziell ist wie du. Ja, jetzt aber. Genauso speziell bockig wie du. Und außerdem hat sie schon zweimal eher Spreis als mein Schönalter gekommen. Schöne Gründe, Karo. Bist du Baben? Jetzt hör doch mal auf. Also Jonas, was ist los? Der Schimmel hat die Größe warm gepackt. Seit wann hätten wir ein Ross? Nicht ein Schimmel, vier Schimmel. Aha, der Schimmel. So, und die Schimmel, die Neuzulzüchterin, lässt sich als Kandidatin aufstellen. Als Gemeinspressig? Sicher nicht als sowas mit Fehlschluss. Yes. Was ist denn das für eine? Kennen die gar nicht? Das kommt davon, wenn du nie ins Dorf gehst und immer bloß in deinem Ohrensessel hockst. Das ist doch die vom Oberdorf, die Neuzulzüchterin, die immer alles besser macht. Hey, Jung, du, die sagt jedem, wie sie ihre Hunde müssen erzeugen. Dabei folgt ihr ein Chihuahua, ein Schiss. Und dann sagt sie alle, wenn sie ums Haus rum müssen wischen. Und macht Anzeige wegen jedem Pipi-Katz. Furchtbar. Und die ist neu im Dorf und will schon Presse werden. Ha, die gibt aber das Tempo vor. Wer ist denn die da hergezügelt? Vor 5 Jahren. Typisch neu zu erzählen. Da sind deine Eier. Ja, mehr hast du nicht. Sorry. Ein Teil von der Hühner ist schon in der Menopause. Ja, jetzt. Also, jetzt enttäuscht du mich gerade ein bisschen. Gott, Jonas, was ist schon los? Warum hast du also einen roten Kopf? Ach so, wer sich eine neue gemeinsame Aufstellung hat. Ja, sicher. Der Losli vom Sonnenhof. In dem können wir uns auf etwas gefasst machen. Eben nicht. Klotierte Schimmel, die neu zu erzeugen, will sich da anschnappen. Echt? So gut? Ah, nein. Ich kann nicht auswählen, du bist ein Test von Cholera. Ja, wie bei der Wahl von Donald Trump und von Hillary Clinton. Da kannst du jetzt wirklich nicht vergleichen. Die Schimmel, die ist studiert, die kennt das richtige Leben. Mit denen kann man nochmal über etwas anderes schwätzen, wie nur über Kühe und vertrocknete Silage. Anna, was erzählst du noch da? Die hat doch definitiv nur alle Latte am Garten gehackt. Und das Allerschlimmste ist, die kommt von Hallo. Da wärst du noch qualifiziert. Danke. Wow, bist jetzt wieder eingeschnappt. Was für ein Mimösli. Oh, komm, Alvine, ich zeig dir mal unseren neuen Muni. Ja, jetzt aber auch. Also, das war jetzt also nicht nett von dir. Und du, Hanna, du wärst im Fall ein super Gemeindepräsident. Kommt von der guten neuen Muni. Deine Mutter ist so gemein. Beruhig dich doch, Hanna. Sie hat ja nur Späßchen gemacht. Das sind keine Späßchen. Das sind Gemeinheiten. Unter der Gürtellinie. Nie kann ich ihnen etwas recht machen. Immer hat sie etwas zu meckern. Ich rede dann nachher noch mal mit ihr, gell? Dass du den grusigen Tee kannst trinken. Dann tut mich entspannen. Wie die Spannungen zwischen
mir und deiner Mutter einfach fast nicht mehr zum Aushalten sind. Ja, ich weiß. Es ist nicht immer ganz einfach mit Alten und Jungen. Sehr auf dem Kopf. Aber jetzt lass mal zu. Es geht um den neuen Gemeindepräsidenten. Wir von der Findungskommission sind die Ansicht, dass weder der Losli noch die Schimmelgeld und die Kandidaten sind, um das Dorf in Zukunft zu führen. So. Darum habe ich mir überlegt, ich hätte mich selber aufstellen lassen. Du? Spinnst? Also wenn du das machst, dann sind wir aber gescheite Leute. Hä? Wieso? Findest du nicht, ich wäre geeigneter wie die beiden? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Aber du bist ja schon der Agent bei der Versicherung. Du bist für die Abfallkörperbeseitigung im Schlachthof zuständig. Du bist der Kassier bei der Bootzüchtervereinigung. Und der Aktuar bei der Milchgenossenschaft Berg und Tal. Ja, wenn es doch sonst niemand gefunden hat. Du willst es einfach immer allen recht machen. Das ist dein Problem. Das kann ja nicht so sein, oder? Aber ich bin anders. Also, wenn du dich als Gemeindepräsident aufstellen willst, dann bist du ja noch mehr weg. Und ich kann noch mehr krampfen auf dem Hof da. Autsch! Eben, ich kann dir ja helfen. Ganz sicher nicht. Ich habe ja sowieso schon an das Mobgedanken, wenn sie nur schon über den Hof platzieren lassen. Das übertreibt doch nicht immer so. Mein letztes Wort. Wenn du Gemeindepräsident werden willst, dann packe ich am nächsten Tag Koffer. Kannst wählen. Jetzt Hanna. Warte doch. Mann, wenn die Tür rauskommt. Keine Zeit für Diskussion. Dann halt später. Hallo? Ist jemand rum? Ebeli? Ist da? Ich bin's! Severin! Was weiss ich also rum? Hören noch gut? Da bist du ja. Super. Ich bin heute hier in meiner Luftbahn als Zeugenschutzbeauftragter vom FBI. Bleib doch nicht so, du bist unser Dorfpolizist. Aber auch zuständig für Zeugen in meinem Mordfall. Auch wenn es der erste Mordfall ist in meinem Leben. Schau wieder mal. Also, was willst du? Ich kann nur schauen, wie es da geht. Du bist schließlich nächste Woche unsere Hauptzeugin. Im Abfall Meier Hans Ludwig. Und das Zeugenschutzprogramm hast du ja nicht will. Macht euch nicht lächerlich, Zeugenschutzprogramm. Wir sind doch da nicht bei diesen verrückten Amis. Wer will mir denn schon etwas antun? Du hast schließlich beobachtet, wie das Bärli den Ludwig Meier Hans verschossen hat. Du bist die Einzige, die weiss, wie es passiert ist, wenn es passiert ist und wie die zwei ausgesehen haben. Doch verhaftet. Oh, schon. Dank deiner Aussage. Aber umso wichtiger ist es ja. Emily, die haben doch sicher ihre Hintermänner, ihre Auftragsmörder. Hey, du bist in höchster Gefahr. Du schaust zu viele CSI Miami, Severin. Auftragsmörder, spinnst eigentlich. Die sollen rumkommen. Die machen mir keine Angst. Zudem habe ich meine Mistgabel und meine Hütte zu meiner Verteidigung. Was ist denn der Herr? Der sieht ja eher aus wie ein Taser. Der hat über 300.000 Volt. Quatsch, Taser. Schwätzke Blech. Der hat ihn vom März Marokko gekauft. Der letzte Altersferien. Super günstig. Der Mann ist wieder abgehauen. Schon wieder. Nicht als Ärger mit dieser dummen Kuh. Mit dir hat es auch nicht immer leicht. Immer. Herr Sali Severin, schon wieder auf dem Hof. Machst du Bodyguard? Für die Schwiegerex. Nicht seriös. Schatz,
Ich passe nicht nur in meiner Umgebung an. Ich bin heute hier in meiner Luftfahrt als Staatspolizist. Magst du ein bisschen Eis? Ups! Jetzt habe ich den Knopf gerade alle selber getrunken. Ich fange kein Eis. Um was geht es? Hinter dem Restaurant Gemeindehaus hat der Haschischkonsum seit einiger Zeit wieder enorm zugenommen. Echt? Der Gemeindehaus wird gekifft? Nein, natürlich nicht. Es sind unsere Jugendlichen. Unsere Jugendlichen kiffen doch nicht. Die gehen in die Schule und lernen. Denn sie tun sicher unsere Ausländer. Oder die Asylanten. Das ist nicht so rassistisch. Es geht um unsere Kinder. Unsere Jugend wird zum Heroin verführt. Heroin? Das machen wir halblang. Da ein bisschen Haschisch. Das macht doch nichts. Woher willst du da wissen? Aber hallo. Ich komme aus der Stadt, falls du da vergessen hast. Wir haben das Teens auch auf dem Publikas gekauft. Schaut jetzt von irgendwann. Und manchmal tut es einfach schon huere gut. Also was? Alles tut mich immer so verharmlosen. Aber Haschisch ist der Einstieg in die Abhängigkeit. Aber mit dir, kann man über so Zeug ja nicht reden. Mit mir kann man über alles reden, Severin. Ich habe einfach liberalere Ansichten wie ihr. Das ist ja so komisch. Drauf heute. Ich schaue mal, ob ich den Alwine helfen kann beim Einfangen von der Emily. Dein Schwiegervater hat auch nicht viel studiert, wo er dich gut taufte. Klopfen mal. Die merken aber auch alles. Wenn er den Mustafa da Zeugs hinter dem Gemeindesakritz vertickern. Mir hat er etwas ganz anderes gehört. Komm ich heute tiefes Ruchi? Ich werde verhindern, dass ich immer neue Gemeindepräsidentin bin. Ja, jetzt tu doch nicht so störisch. Wir bringen einen neuen Wind in unser Dorf. Du wolltest gerne nur, weil sie gesagt hat, sie kämpfe dafür, dass dein Dorfladen erhalten bleibt. Obwohl er nicht rentiert. Was sagst du aber auch? Also, mein Dorfladen rentiert total. Das ist eine Frechheit von dir, so etwas zu behaupten. Das Einzige, was uns noch retten wäre, ein Sprengkandidat. Was sollst du da noch sprengen? Der Adler wird sagen, dass ich sämtlich sowieso für mich gehe. Da kannst du dir den Arsch aufreissen und die Bewohner kennen nicht anders, weder als immer nur am Motzen. Für das brauchst du einen Breitdrucker, ich hab's gesagt. Der Breitdrucker, den hättest du einmal. Fritz, dich bringt ja so schnell nichts aus dem Tram. Du wärst direkt prädestiniert für einen Gemeindepräsident. Du bringst mir auf eine Idee. Fritz, wie wär's mit dir? Spinnst du? Nein, ich überleg mir jetzt gerade ernsthaft. Bist du übergeschnappt? Also, der kann nichts, der weiß nichts und für das soll er noch Geld bekommen. Beste Voraussetzung für einen Gemeindepräsidenten. Ich und der Gemeindepräsident, da ist mir viel zu anstrengend. Der ist schon viel zu blöd dazu. Du, Gals, was ist im Fall Beamtenbeleidigung? Das, Fritz, ich bin auch noch da. Ich tue dich coachen, das ist überhaupt kein Problem. Coachen? Ist das Englisch? Was heißt das? Du bist Galionsfigur und du repräsentierst.
Und ich erledige den Rest. Und wenn dann irgendetwas ist, kannst du mich einfach fragen. Und ich erledige dann sozusagen die Geschichte der Gemeinde von da aus. Und komme erst noch kein Problem über mit deiner Frau. Das ist jetzt aber nicht dein Ernst. Also ich habe doch wegen Fritz nur einen Spass gemacht. Aber einen guten. Manch eigentlich in der Welt von grossen Politikern sagt anders. So gibt es einen ganzen Haufen Länder, wo der Präsident nur als Galionsfigur herhält. Aber an den Fäden im Hintergrund sind ein ganz andere Kräfte. Aber ich will nicht an den Fäden gezogen werden. Du wirst von mir gecoacht. Das ist überhaupt kein Problem. Und wir fangen jetzt gerade mal damit an, indem du eine neue Schale überkommst. Komm mit. So. Ja, jetzt aber auch wieder ist der Untergang von unserem Dorf. Ja, Chef. Ich bin jetzt hier auf der Sommerau, wo die Augenzeugin wohnen sollte. Das gibt ein super Interview. Was sollte ich? Inkognito auftreten und mich als Mitarbeiterin von der Seelsorge ausgeben, dass sie mir ein Verantwortung gibt. Ja, wieso denn? Weil sie ein bisschen rabiat ist. Also, da hätten sie mir jetzt auch früher noch sagen können. Jetzt bin ich gerade ein bisschen durcheinander. Ja, ja, ich mach's ja. Ich kann mir doch nichts merken. Da hätte ich mir jetzt müssen aufschreiben. Mein armer Kopf. Grüezi. Wer sind Grüezi? Sind Sie Frau Fritschi? Ja, jetzt aber. Ja, was Sie auch denken. Ja, nein, ja, nein, ich doch nicht. Aber wer sind denn Sie? Oh, wer ich bin? Wenn ich jetzt dann wüsste. Elfriede Hanselmann. Ich komme wegen einem Versicherungsfall. Aha, ah, sicher wegen der Emily. Also, ich glaube ja, die ist geistig behindert. Und die kann gar nichts dafür. Aber die haut ständig ab, trampelt fremde Leute im Vorgarten umeinander. Also, nicht als Ärger mit dem dummen Vieh. Also, Sie sehen, ich habe da überhaupt rein gar nichts damit zu tun. Auf Wiedersehen. Also, das ist jetzt ja hochinteressant. Eine Mordzeugin, die geistig behindert ist und in fremden Vorgärten umtrampelt. So etwas. Ich habe im Mästchen oben noch einen guten Anzug von meinem Grossvater selber. Da könnte mir noch passen. Kommen wir gerade wieder, gell? Ja, hoppla! Sie sind aber ein Stürmischer. Wir kaufen nicht. Sie können doch nicht verkaufen. Ja, dann ist schon gut. Wir haben sowieso nicht gekauft. Wer sind Sie? Ich bin der Fritz. Ich wohne im Stöckli. Da hat das Leben lang gewohnt. Wolltest du der Frau Fritz? Richtig. Aber duzen Sie mich doch nicht einfach. Oh, haben Sie recht. Ich melde Sie gerade mal an. Wer heisst Sie? Ja, wenn ich jetzt noch wüsste, was ich vorhin gesagt habe. Ich meine, Liselott Kutzebühl. Aha, und was wollte ich? Ich meine, was täten Sie wollen belieben? Sind Sie immer so neugierig auf dem Land? Ja, bei uns auf dem Land. Wir wollen nur gerne wissen, wenn wir es zu tun haben. Und unsere Emily ist eben Zeugin in einem Doppelmordfall. In dem Fall, es könnte eben sein, dass die Mafia kommt und sie abnutzen wird. Ja, wegen dem bin ich ja da. Ich meine, das ist ja hochinteressant, guter Mann. Ja, ja. Bei uns auf dem Land tut er nicht die Glauben. Ich als künftiger Gemeindepräsident sondern das Land nur einen Fahrer. Wo bin ich jetzt die Morgensäugin? Oder habe ich ihn da vorne gerade gefragt? Himmel, ich muss dringend mein Hirn nicht untersuchen lassen. Die Emily ist einmal mit meinem Untergang. Nicht mal selber mit dieser dummen Kuh. Verzeih, Inke, bin ich. Das
der sie dich gleich taufen müssen, wenn ich heiße. Dann wärst du noch Englisch. Millie. Good morning. Grüezi. Sind Sie Frau Emily Fritschi, die Augenzeugin in einem Mordfall war? Wieso fragen Sie so etwas? Das weiss doch kein Mensch. Da haben wir vorhin gerade Ihren neuen Gemeindepräsident erzählt. Also, Ihr Dorf kann mir nur bedauern. Aber da ist doch geheim. Wer sind denn Sie? Ja, wer ich bin. Ja, jetzt schon wieder. Meine Josephine Kindermeier, verdeckte Ermittlerin. Was sind Sie? Verdeckte Ermittlerin? Glaub? Oder noch einer von Heisamee? Oder was jetzt schon wieder? Hat sie den Severin geschickt? Was für ein Severin? Unser FBI-Ermittler und Zeugenschutzprogramm. Richtig, genau der. Ich glaube Ihnen kein Wort. Sie haben doch überhaupt keine Ahnung, wer der Severin ist. Sind Sie so eine sensationsgierige Reporterin, die unschuldige Leute ausspioniert und nachher nicht im Blick bringt? Ich bin doch nicht unschuldig. Ich meine, sensationsgierig. Ich bin völlig harmlos. Wieso sind Sie jetzt also putzig? Oder noch schlimmer, von der Mafia. Wenn Sie mich umbringen, wie ich gesehen habe, ich die zwei miteinander umgebracht haben. Das ist der Muttersack von deinem Großvater. Du, gell? Keine Beleidigungen. Es ist im Fall ein kolossal geworden in Anzug. Rein zu Wien. Das war alte Tür im Fall. Aber sicher schon etwa 100 Jahre alt. Ja, es könnte etwa herkommen. Das macht mich ja lächerlich, wenn ich so einen Kandidat präsentiere. Ich habe dir ja gesagt,
Ich bin nicht geeignet als Gemeindepräsident. Ich wohne in einem Stöckli. Ja, ich weiß es, ja. Wie findest du das? Er sieht ja aus wie ein Pfingstock. Ja, ist auch wieder warm, ja. Aber noch ein bisschen, wir müssen ein im Auftreten arbeiten. Und ich mal noch. Stand gerade her, Bauch einziehen, den Kopf vor, geradeaus schauen. Und geradeaus habe ich gesagt, nicht im Mund tun. Jetzt stand doch nicht da wie ein Bügelbrett. Locker. Sie ist so aus wie ein Gipfel. Nein, hier kommen eine Krise rüber. Stand doch gerade her, habe ich gesagt. Bist du kein Soldat, Fritz? Locker, natürlich. Locker. Was verstehst du denn unter locker? Bist du schon ganz konfus? Natürlich. Einfach so, wie du immer bist. Was ist jetzt wieder los? Jetzt bin ich natürlich nicht. Warum willst du dich langsam auftun? Du hast mich nominiert. Jetzt machst du das Beste draus. Ja, hast du recht. Entschuldigung. Also komm, ich rufe mich an deine Parole und Wahlversprechen. Also ganz wichtig ist, dass unser Restaurant längere Öffnungszeiten hat. Und dass alle landwirtschaftlichen Strassen saniert werden. Und dann die Hundebesitzer doppelte Gebühren für ihre Köter zahlen, wo mir ständig in meine Wiesen einschießen. Hey, komm. Und das müssen wir dir alles machen? Ui, ja. Beruhig dich, Fritz. Alles, was man im Vorfeld verspricht, muss man nachher umhalten. Das ist gut, dass so einen Wahlkampf. Himmeli, bist du jetzt da? Himmel, wo ist sie denn? Wo kann denn die noch sein? Da, Lise, wo rein? Da machst du den Bruder auf den Sommerwald. Wie weißt du, wo die Himmel ist? Ja, keine Ahnung. Auf dem Feld am Krampfen oder auf der Weide am Grasen? Wie meinst? Es ist offenbar verschwunden. War verschwunden? Wie verschwunden? Wieso verschwunden? Verschwunden halt. Unauffindbar. Das ist doch schon die zweite Person seit gestern. Was schon die zweite Person? Ja, jetzt aber. Wer ist denn noch verschwunden? Es gemeint, was hat da geläutet. Sag den Gast, wo gehst du aber nicht mehr heimkommen sein. Hast du zufällig da eine fremde Person auf der Sommer angesehen? Gestern? Ich kann mal überlegen. Ich bin schon nicht gestorben, mit dem Denken. Ja, jetzt aber halt. Also, du bist jetzt also gar kein Netter. Also, wenn du so mit mir redest, dann fällt mir gerade gar nichts mehr ein. Da bin ich also sehr sensibel. Und jetzt gehe ich Gott Emily suchen. Die ist sicher nicht einfach nur verschwunden. Die hat sicher bei einem Amtsvetter im Stall. Die Leute aber auch empfindlich. Ganz wichtig ist deine ethische Verantwortung gegenüber unserer Gesellschaft. Was? Jetzt muss ich auch nicht so mit Aromazeug sagen. Nicht ätherisch, Fritz. Ethisch. Das bedeutet moralisch. Ah, moralisch, das kenne ich. Ich bin bei dir moralisch total am Boden. Und was sagst du, wenn dich jemand fragt, wenn du mit der Natur umgehst? Ja, dann sage ich, dann geht mir am Arsch vorbei. Dann hat sie diesen dazu. Gottes Willen, du musst sagen, das Umweltdenken ist mein zentrales Denken. Du musst immer das sagen, was deine Wähler von dir erwarten. Nur so wirst du pressen. Ja, aber ich wollte gar nicht Presse werden. Ich kann mir nicht so viele Sachen merken. Du wirst von mir gehost. Du keine Panik. Da bringen wir schon her. Ja, das ist viel zu anstrengend. Was fühlen denn je wieder im Schild? Hanna! Gut, dass ich dich treffe. Ich muss dringend mit dir reden. Und zwar in meiner Aufgabe als Beobachter vom illegalen Haschischkonsum. Ja. Aber warum willst du nicht schon wieder mit mir reden?
Ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss mir melden. Stopp! Es ist jetzt morgen um 9. Da sind deine Kühe schon längst ins Gewolken. Die sind alle auf der Weide. Ja, aber Emily ist sicher schon wieder abgehauen. Jetzt muss ich einfangen. Stopp! Jetzt hockst du an. Es ist wichtig. Die Alwine kümmert sich schon um die Emily. Das stimmt. Ja, weißt du was? Ich hole dir jetzt noch ein Eistee. Ich will keinen Eistee. Was ist schon los mit der? Also, wenn ich Gemeindepräsident bin, dann ich als erstes Schnapsbrennereien wieder legalisieren. Das ist sehr gute Politik, Fritz. Gut für uns Bauern. Du hast gerade vergessen. Und dann tue ich die Arbeitsstunden in der Landwirtschaft auf 6 Stunden am Tag reduzieren. Und den Familienanschluss von Knecht und Magd als obligatorisch einführen. Das ist jetzt schon weniger gut für uns Bauern. Und der Knecht hat das Mitspracherecht in der Arbeitsverteilung. Nein, Fritz, das ist jetzt ganz schlechte Politik. Also, wenn ich Gemeindepräsident bin, dann entlarne ich dich sowieso als erstes, als inkompetenter Berater. Habe ich auch noch vergessen. Der Keimbehandler und die Schnapsbrennerei. Uns geht es auf einen zu. Jetzt Miami. Da, Hagemutter Tee. Danke. Also los einmal, Hanna. Wer von euch auf dem Hof baut illegal Hanf an? Was? Wie? Bei uns auf dem Hof? Aber ja, ich habe gemeint, du redest vom Gemeindehaus. Jesus, wie kommst du jetzt auf so etwas? Bei uns? Wir haben einen anonymen Hinweis bekommen. Kommt vielleicht euren Knecht? Der Fritz? Jesus, aber doch nicht der Fritz. Da ist noch viel zu tun dazu. Ja, ich habe langsam meine Zweifel. Der Fritz, der durchlaut nur so blöd. Der ist viel schlauer, als man denkt. Da zweifle ich aber stark dran. Ich habe dir ja gestern erzählt, da hinterm Gemeinhaus von mir gekiffen wird. Und von irgendjemandem, wenn die Zeugs, die Kids, der Zeugs ja überkommen. Da haben die sicher von einem Dealer aus der Stadt. So. Ja, wolltest du denn da wissen? Da? Weiß ich doch nicht. Das denke ich mir einfach. Sag mir einfach in diesen Krimi. Du wirst dich auch gescheit auf die Lampfrauenküche konzentrieren. Todlangweilig. Hättest du etwas dagegen, wenn ich mich da auf dem Hof mal ein umschaue? Ich? Nein. Was soll ich denn schon dagegen haben? Schau du noch. So viel wie du willst. Du bist ja so nervös. Gar nicht nervös. Total ruhig. Also gut, dann gang ich einmal. Ich hoffe, ich finde nichts. Ich auch. es ist ein Fall nicht verboten, Hanfahrt zu bauen. Wir leben da schließlich nicht mehr im Mittelalter. Wie kommst du auf solches? Der Anbau, Handel und Konsum vom Hanf ist verboten. Nur für den eigenen Verbrauch. Der entspannt total. Dich lustig und fidel. Das Leben ist nicht mehr so immer durch. Auch nicht für den Eigenbedarf zum Kiffen oder zum Entspannen. Es ist verboten. Schreib mich doch nicht so an.
Ich habe ja nur gemeint. Stumm und eben ist. Keine Ahnung. Woher soll ich denn jetzt wissen? Interesse? Am Schiffen? Welche überhaupt? Gib mir mal ein bisschen Baldrian. Ja, furchtbar, wie nervös du bist. Also gut, dann gehe ich einmal deine Schwiegermutter suchen. Und den Hanf. Ich fange gerade mal unten im Schafstall an. Nein, der Schafbock, der ist jetzt gerade. Du weißt schon, ist jetzt gerade ein bisschen ungünstig. Fang doch jetzt zuerst mal bei den Hühnern an. Und du meinst? Nochmal. Was soll ich jetzt noch machen? Da hinten liegt ja die Emily. Wenn ich nicht hier finde. Die Hühner sind ja gar nicht da oben. Soll ich sehen. Wieso haust du jetzt wieder ab? Wir sind noch lange nicht fertig. Ich bin jetzt im Wahlkampf. Was stimmt? Hätte noch gar nicht angefangen. Ich habe mit dir schon die ganze Wahlkampfstrategie durchgeführt. Jetzt bin ich mir. Ich will ja gar nicht Gemeindepräsident werden. Ich wohne in einem Stückchen. Und ich habe das Wohnrecht auf Lebzeit. Das viel weniger ansteht. Wir gehen jetzt nicht auf halbe Strecke. Trink den Kaffee, wenn du schwach bist. Denk doch bloß mal an das viele Geld, das du verdient hast als Gemeindepräsident. Ich habe so viel ins Niederdörfli wettwitsch. Wie kommst du darauf, dass ich ins Niederdörfli gehe? Es spricht, wenn du am nächsten Morgen ins Tal kommst. Hast du mir dann kaum mal etwas mehr gekonnen? Ich hab doch immer so einen Saukrampf auf dem Hof. Also gut, machen wir halt weiter. Auf Wahlkampfbundnähe. Geheimhaltungspflichten. Von Schätz gegenüber ihren Knechten. Das wäre auch noch ein Wahlkampfthema, he? Was meinst du? Das ist doch nicht Kernkompetenz von einem Gemeindepräsident. Aua. Ich habe auch noch vergessen. Schau los mit dir. Mit mir ist gar nichts los. Du bist ja der, der ständig in der Rucksack mich anschleicht. Der Eigenbau, der Gemeindefräse werden. Irgendeiner baut Anfassen im Bauhof. Und ständig muss man Angst haben, dass die Schwiegerin von der Mafia gekriegt wird. Da muss man ja langsam durchtrollen, oder? Ich wollte ja nicht noch mehr Angst machen. Aber genau da befürchten wir. Was? Noch mehr einfach mitnehmen? Nein, da deine Schwiegermutter umgebracht worden ist. Was? Umgebracht? Aber wie kommst du nicht auf so etwas? Dummes Zeug. Die stiefeln sicher schon längstens wieder mit dem Stamm an. Such den Geissbock. Oder was weiß ich? Da glaube ich eben nicht mehr. Also wenn sie in der nächsten Stunde auftaucht, schalte ich die Kriminalpolizei ein. Ui, aber nicht gar Kriminalpolizei. Die taucht sicher gerade wieder auf. Oh, warten wir sie. Ich kann sie jetzt gerade besuchen. Was für ein stört Superhuhn. Hey, ich suche sie selber. Kommen Sie! Wie sieht es ja aus? Was ist schon passiert? Ja, sagen Sie doch einmal etwas! Ich sterbe! Ich muss bestimmt sterben! Ja, jetzt aber auch!
Ich habe ganz schreckliche Muskelkrämpfe bekommen. Und jetzt, ich habe gerade auch noch einen Herzinfarkt. Dann wären Sie jetzt tot. Also, gut, habe ich Sie im Shop gefunden. Die unverschämte Person hat mich mit dem Taser attackiert. Ich sage es ja. Ja, wer denn? Die hätte mich ermorden. Ja, aber wer denn? Hey, Frau Fritschi, die ist ja gemeingefährlich. Die gehört ihr gesperrt. Also, das glaube ich also nicht, Frau Fritschi. Also, die kommt zwar aus der Stadt. Und alles, was aus der Stadt kommt, muss ja mit Vorsicht gelassen werden. Aber also, das glaube ich jetzt also nicht. Also, die hat nicht ausgesehen, wie wenn sie aus der Stadt kommen. Eher gerade das Gegenteil. Also, Mama, da können Sie mir also schon vertrauen. Ich kenne die gut. Ja, gut, wenn Sie das so sagen. Ich könnte die Zeugin brauchen. Kommen Sie mit, ich gehe jetzt auf den Polizeiposten. Selbstverständlich komme ich mit. Und ich helfe Ihnen gerne. Und endlich passiert mal etwas da. Familienpolitik wäre auch noch etwas. Das sind sehr emotionale Themen, wo du punkten kannst. Ja, das sind ich euch. Frauen zurückgehört und Männer sollen 4 Monate Vaterschaftsurlaub bekommen. Sicher nicht. Du darfst die Frauen nicht gegen dich hinein. Dann ist es Kack verloren. Heutzutage sind Frauen an der Macht. Wollt ihr mir halt die Steuern senken? Das kommt euch immer gut an. Also die wenig verdienen, haben wenig Steuern gezahlt. Und die so wenig verdienen wie ich, die haben gar keine Steuern. Wer soll das finanzieren? Du bist ja mein Berater. Gebst du mir. Oh Mann, wo war ich mich da einlassen? Kann ich es doch gewusst? Habe ich Marie gespürt. Eine kleine Hanfplantage. Die halben Bauern. Sicher der Jonas oder der Halbschlauch recht. Aber da gibt es saftige Buss. Wenn ich jetzt doch noch wüsste, wo die Emily hockt, macht man schon ein wenig Sorgen. Du hast mich? Ja, da bist du ja. Man hat schon gemalt, hier sei etwas passiert. Was soll mir schon passieren? Du gehst total gut. Du hast immerhin einen Mann beobachtet. Und außerdem ist schon wieder eine Frau verschwunden. Die muss ich auch noch suchen. Und die Dampfplantage muss ich auch noch vernichten lassen. Du machst auf keinen Fall. Mann, aber eine Hanfplantage. Ich weiß nicht, welche Funktion. Ich bin ganz durcheinander. Das kann vorkommen. Also, Severin, du hast mich ja jetzt gesehen. Ich bin immer noch am Leben. Und jetzt tschüss. Warte doch noch. Ich muss etwas Dringendes mit dir besprechen. Komisch. Wie ist so verändert aus? Nicht. Ich sehe aus wie immer. Kauf du dir gescheiter mal eine neue Brille. Also, wer war jetzt da gewesen? Ich muss jetzt arbeiten. Jetzt warte doch noch. Komisch. Also, lass mal zu. Wer von euch baut die Hanfplantage in dem ehemaligen Tabakschür an? Severin, mein Lieber, das ist eine sehr gute Frage. Wäre clever. Jetzt müsstest du nur noch eine Antwort wissen, gell? Die Polizeiposten hat gesagt, Severin sei da auf der Sommerau. Ah, da ist er ja. Severin, wir müssen eine Anzeige machen. Was ist denn mit Ihnen passiert? Hey, das sieht man doch. Ich bin an Leib und Seele gefördert worden. Man hat mich mit dem Taser malträtiert und verschnürt wie einen Truthahn. In den Job finde ich gehört. Und zwar von der Frau Fritschi.
dir? Hey, nein, nicht von dieser Frau Fritschi. Von der alten Frau Fritschi, von der rabiaten Schützsteinrakete. Heißt doch Emily Fritschi. Ach, spinnst, das ist doch nicht Emily. Also, ich kenne doch meine beste Freundin. Das ist eine Hochstaplerin. Wer sind denn Sie? Ja, da bin ich im Moment gerade ein bisschen überfordert. Das ist unglaublich, was bei uns auf dem Hochstand passiert. Das hat meine Mutter verhauen. Das ist sie! Das ist sie! Ich kann sie nicht Augen aus, ich zeige sie an! Das ist das jetzt so ruhig! Nennen Sie mich! Ruhig, ganz, immer doch ganz ruhig. Was ist denn da los? Ja, da würde ich aber auch gerne müssen. Emily, was ist passiert? Wie siehst du schon aus? Ja, dann hat mir heute Nacht eins über den Schädelinie gesessen, wo mich nachher in ihm schon versteckt. Das geschieht Ihnen ganz recht. Sie sind ja ein Gefahr für die Menschheit. Sie haben mich mit dem Mistgabel bedroht und mit dem Taser misshandelt. Ich habe mich wehren. Sie haben mich ja umbringen, Frau Hintermeier. Wie heißt sie denn? Hintermeier? Wie hat sie gesagt, sie heißt sie? Lieselotte Kruzibier. Du hast die gesehen. Da könnte ja unser Auftragsmörder sein. Guck, warum hast du nichts gesagt? Haben die da rumgeschlichen ist? Das ist nicht keine Kompetenz von einem zukünftigen Gemeindepräsidenten. Also, die ist sicher nicht ganz sauber. Mir hat sie gestern gesagt, sie heiße Elfriede Hanselmann. Da fällt er jetzt einfach so wieder rein. Das ist doch jetzt völlig unwichtig, wie ein Hase. Die Frau da gehört ins Gefängnis gerührt. Die hat mich wollen ermorden mit dem Taser. Ich sag's ja. Ruhig, ganz ruhig. Quatsch, Taser. Da ist nur mal ein Hühn. Ich kann nicht. Das ist ein Taser, Emily. Eindeutig. Ups. Entwürdigend! Ich sag's ja, kompliziertig, gemeinfährlich. Oh, jetzt lässt sie mich mal los. Sie Vollidiot! Ui, ganz ruhig. Ciao! Gradone, das Thema wie im Wahlkampf. Gewalt von Frauen an Bauern. So, schwiegen wir. So, jetzt reden wir Tacheles. Wer sind Sie? Ich bin Silvia Mörgeli, eine völlig harmlose Reporterin. Ich habe nur ein Exklusivinterview mit der Augenzeugin vom Mordfall machen. Ha, habe ich es doch gewusst. Kein Bescheid, habe ich nicht noch fest gedrückt. Die Reporter sind ja eine Gefahr für Leib und Leben. Schreiben über Augenzeugen, wenn möglich noch mit Bild. Und ich habe nachher das Geschenk und nicht da noch auf den Tisch Ganz. Wer sind denn Sie? Hanna? Bist du? Wie laufst denn du um? Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Bei allem schuld. Aber wieso denn du? Ich bin die Hanfplantage in der alten Tabakschür angepflanzt hat. Ja, jetzt aber auch. Wo der Emily alles über den Kopf geschlagen hat. Ja, jetzt aber auch. Ja, wieso hast du denn noch so etwas gemacht? Um Gottes Willen. Es tut mir so leid. Es ist mir alles so über den Kopf gewachsen auf dem Hof. Ein Mann, der nie Zeit hat für mich, weil alles andere immer wichtiger ist. Ich will Arbeit auf dem Hof. Die Einsamkeit da oben.
dann der Knecht mit seinem lebenslangen Wohnraum? Ja, cool ist, wenn ein Bär im Winter schläft. Die Schwiegermutter, die immer so böse ist zu mir. Ich habe ein bisschen Zusatzgeld verdient. Und ich selber auch gerade ein bisschen entspannen. Also, was erzählt auch die noch? Ich bin doch nicht böse. Ich bin die Liebenswürdigkeit in Person. Was erzählst du auch da? Und ich krampfe im Fall ohne Muni. Ja, aber nicht noch wie ein Totenmund. Aber wegen dem bringt man doch nicht ganz seine Schwiegermutter um. Los, wegen ein paar Differenzen. Das war doch nur ein Versehen. Ich meine, sie sei mein Hanfkäufer. Hast du den zufälligen Mustafa Özel? Ja. Die Polizei ist abends verhaftet. Nein, alles vergeben. Da kannst du anschauen, wie du willst. Also, warum hast du denn dem Dealer überhaupt eins über die Papiere gegeben? Ja, er hat mir gedroht. Er sagt mich bei der Polizei an, wenn ich nicht mehr Handfarbe habe, weil ich hier leben will. Das wollte ich ja gar nicht wählen. Ich habe ja vor einem Jahr nur für mich, für den Eigenverbrauch abgebaut. Ich habe nicht drin studiert, im Ganzen. Ich sehe, so, direkt aus der Stadt. Es ist doch wahr. Ja, und dann ist der Typ gekommen. Dann hat mir mehr Geld angeboten. Dann habe ich gedacht, es gäbe ihm nicht einen kleinen Nebenverdienst. Hey, ja, wir Bauern wollen ja ans Überleben kämpfen. Und es ist mir jetzt alles ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Aber ich lasse mich doch nicht erpressen. Ich habe nur kleine Denkzettel will verpassen. Und da ist der Emily aus Versehen über den Weg gelaufen. Aber ich habe sie ja gar nicht gekannt in der Nacht. Ich bin wahnsinnig verschrocken. Und ich merkte, wenn ich noch mit der Rotpfanne Nase über den Kopf geschlagen habe. Habe ich nicht gewusst, was machen. Ich habe seinen Job gebracht. Ich habe gedacht, dort findet sie dann eh noch einmal jemanden. Doch, Moment allein. Du hast mich im Schopf, wenn es wie ein Nachtpäckchen deponiert. Ich bin entrüstet. Das hat Folgen. Jonas, sag doch auch mal etwas. Ich fühle mich erschütternd. Tut mir so leid, Anna. Ich habe überhaupt nicht gecheckt, wie einsam und verzweifelt du bist. Du musst vielmal entschuldigen. Stell dich auf ihre Seite. Ah, das ist ja recht so. Und das müssen Sie feiern bleiben. Ihr müsst dringend etwas ändern auf dem Hof. Einfach einmal miteinander reden. Aber Sie, ich nehme Sie gerade mit auf den Polizeiposten. Wir können Sie Ihre Anzeige machen. Das ist doch jetzt nicht mehr wichtig. Die hier haben ganz andere Probleme. Und ich habe glaube gerade eine neue Story gefunden. So gut, fantastisch. Und Sie, danke vielmals, Sie geniale Ermittler. Danke vielmals, Sie waren bombastisch. Ja, wir müssen Sie direkt befördern. Grandios, also grandios. Ja, und ich erst. Auf mich wartet der Pulitzerpreis. Und mit Ihnen hätte ich mich auch gern unterhalten. Wie war es da wieder gewesen? Mit dem Überleben von Ihrem Dorfladen? Ja, also das erzähle ich Ihnen gern. Wir armen Dorfladenbesitzer, wir kämpfen ja auch immer ums Überleben. Und da ist es ganz wichtig, mit was der Gemeindepräsident in unser Eins gestrahlt wird. Tut mir so leid, Hanna. Ich war wirklich dumm gewesen. Einfach nicht realisiert, wie schlecht das dir kommt. Du hast dich immer viel mehr um andere gekümmert, Junge. Jetzt, was machen wir? Lass es auch nicht. Aber ich habe die Lösung. Du? Ja. Wenn ich der Gemeindepräsident bin, dann habe ich auch nur gefunden, eine Beamtenwohnung zu verwirren. Danach habe ich die Emily mein Steckchen haben. Und dort in dem Friedenhausen, dann hocken die nicht mehr so nach aufeinander oben. Und da flappen sie auf, wenn man jetzt heisst. Wenn nicht meinst, weiss ich wirst. Ja, das Problem packen wir ja, wenn es dann so weit ist.
wärst schon wieder ein richtiger Politiker. Ja, aber das wäre schon gut. Also ein bisschen Abstand wäre schon gut. Wärst du damit einverstanden, nehme ich? Warum nicht? Es tut mir ja leid, wenn ich dich so geplagt habe. Du hast mir halt von Anfang an mein Gärtchen weggenommen. Aber wenn ich in Zukunft meinen Garten wieder darf haben. Ich habe nur so gern. Gartenarbeit habe ich ja noch nie gern gemacht. Nein, ich bin gesehen. Es ist doch wahr! Die kann ja nichts! Die kennt, die kommt aus der Stadt und weiss immer alles besser. Dann wird sie noch kriminell, hat er schon immer gesagt. Aber auf mich nimmt ja niemand Rücksicht. Mit mir kann man es ja machen! Ich bin wieder abgehauen! Jetzt kommst du mir aber nicht da, oder? Let me see. Let me see.